Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Burnout Revenge. Nein, zu Flatout 2. Verdammte Scheiße, das war nicht mal geplant. Fuck. Flatout 2, ich nehme das nicht nochmal neu auf. Nein, ich lasse das so stehen. Ihr seht's doch im fucking Titel. Ja, liest den Titel, dann wisst ihr Bescheid, welches Spiel wir heute spielen. So, und wenn ihr nicht lesen könnt, dann weiß ich auch nicht. Dann tut's mir leid. Okay, Straßenrennen, Cup 2, wieder nur drei Strecken. Ist ein bisschen schade. Obwohl, vielleicht ein bisschen gut für mich, weil wir hatten mal Probleme schon im letzten Part. So, Midwest Ranch 2, 4 Runden. Oh, warum habe ich Burnout Revenge gesagt? Ich weiß es nicht. Das ist schade. Es ist Flatout 2. Flat out fucking 2. Ich bin halt manchmal ein bisschen Brain aufgar. Mein Gehirn ist halt nur eine Erdnuss. Ich kann da auch nichts für. Aber gut. So, jetzt bin ich gespannt, was hier wieder abgeht, ey. Im letzten Part schon so echt Probleme in der Rennserie gehabt. Wisst ihr, was ich komisch finde? Stelly hatte das ganze Spiel über immer ein Pickup gehabt. Ja, die hatte immer ein Pickup gehabt. Ausgerechnet jetzt in der letzten Serie hat sie kein Pickup mehr. Und wer hat dafür ein Pickup? Wer nie ein Pickup gehabt hatte? Richtig, Sophia. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich habe mich ja schon im letzten Part so ein bisschen darüber beschwert. Im Endeffekt kann es mir eigentlich egal sein, aber Sophia hat einfach ein fucking Pickup. Ich meine, auf der einen Seite kann ich mich schon beschweren, weil mich Sophia damit übelst wegrammen kann. Vorher hat die das halt nie gekonnt, weil die so ein Pissauto hatte. Die hat immer so ein Smart oder sowas. Jo, ich fahr rechts rum. Ja, ich glaube, das war eine gute Idee, rechts rumzufahren. Gut, merke ich mir für die nächste Runde. Nur Dritter ist gar nicht mal so unbedingt geil, aber hinter mir ist halt wirklich gerade gar keiner. Das ist wiederum ziemlich geil und wir sind sowas von schnell. Dafür hat jetzt auch Katie, nein, geh weg. Dafür hat Katie jetzt irgendwie so einen kleinen Pisswagen. Die hatte auch vorher keinen kleinen Pisswagen. Okay, da kommt halt Sally übelst angerauscht. Nein, ich will in den ersten Top 3 mitfahren, Sally. Kannst du dich schön verpieseln. Alter, wie schnell ist die denn? Das ist doch abnormal. Das ist doch abnormal. Manchmal verstehe ich nicht, wie die so einen Speed aufbauen können. Ob die da Nitro geben in der Zeit? Wer weiß, kann sein. Okay, ich bin immerhin noch Dritter. Aber Sally ist so schnell! Wie? Wie zur Hölle? Boah, die Kurve habe ich gerade so lecker genommen. Heilige Scheiße. Dafür kriege ich hier die Kurve irgendwie nie hin. Aber da vorne fährt Sophia mit Jack. Hand in Hand. Komm jetzt. Oh, Jack hat gerade Sophia ausgebremst. Mit ihrem fucking Pickup. Komm, Windschatten. Sophia ist einfach... Und Sally kommt wieder mit 500 km/h von hinten. Oh Gott, das gibt wieder so ein richtiges Vierer-Battle. Oh! Jack, was ist los? Na, Sally.
bisschen Schiss, ey. Frank ist tot? Was hat Frank denn jetzt auf einmal schon wieder gemacht? Was hat denn Frank jetzt schon wieder getan? Boah, die Kurve ist echt scheiße. Aber Sally ist halt auch fast tot. Was machen die denn? Ich finde schön, wie Jack jetzt einfach komplett raus ist. Oder auch nicht. Der kommt. Oh Gott, ja, Ich hätte es einfach nicht sagen sollen. Ich hätte es einfach nicht sagen sollen. Alter, ich habe Sally noch umgedreht. Ich habe Sally noch umgedreht. Sally wird trotzdem Dritter. Ah, Jack nur Sechster. Ist das lecker. Auch Jason auch nur Fünfter. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Vor allem, dass ich noch Sally in der letzten Kurve rausgedrückt habe, ist so gut gewesen. Da liegt übrigens ein Auspuff. Ja, Sophia, meine Maid, ey. Die fährt immer auf Platz 1. Auf dem Fernseher fortsetzen? Nein. Ich habe gerade noch ein YouTube-Video geguckt und jetzt fragt mich YouTube, ob ich das auf dem Fernseher fortsetzen will. Verdammte Scheiße, nein, ich bin hier gerade am Aufnehmen am Fernseher. Soll ich das fortsetzen? So, Platz Nummer 2 im ersten Rennen ist schon mal gut. Desert Town, 4 Runden. Easy. Die Strecke danach sieht irgendwie so aus, als hätten wir den noch nie gehabt. Da bin ich gespannt, ob das der neue ist. Oh Gott, jetzt gibt's wieder Eskalation, ey. Ich muss auf jeden Fall wieder in die Top 3 kommen. Bin ich mal sehr gespannt. So. Katie neben mir. Naja, vor mir. Alter, der Pickup, ey. Der Pickup, der ist so fett, ne? Alter, der Pickup ist größer als der vom Frank. Aua. Und tschüss, ihr beiden. Oh, Frank. Hi. Eieiei, Katie. I'm sorry. Okay, mal gucken, wie da vorne aussieht. Da kam mir gerade einer entgegen, wer auch immer das war. Oh, Frank, wir sind Erster. Bahn. Aber ich bin auf Platz 1. Easy. Oh Gott, jetzt habe ich mich aber gerade ziemlich verbremst. Egal, komm schon. Ja, mal durchfahren, jawoll. Jo, erst in der ersten Runde. Bin ich doch schon mal mit zufrieden. Wenn ich das so halten kann. Ja, auf der Strecke kannst du halt sehr schnell viele Fehler machen. Das ist halt das Blöde. Oh Gott, wer ist denn da hinter mir? Ach, Sally, hi. Oh Gott, nein, Sally hat mich runtergedrückt. Oh Gott, hier unten wollte ich gar nicht lang fahren. Ich bin noch nie hier unten lang gefahren. Hilfe. Boah, da habe ich jetzt gerade. Oh, muss sein, das war richtig gut. Das wollte ich natürlich nicht. Schade. Sally hat mich eingeholt. Und das war's mit Sally. Nice. Jetzt kommt aber Jack. Und der fährt volle Kanne gegen die Wand. Jetzt kommt Sophia. Und vor Sophia habe ich Schiss, weil die hat einen fucking Picker. Ja. Das ist so ein richtiger Running Gag, weißt du? Ach schon, da kommt die Schanze. Nicht drüber fahren. Schön um die Kurve gedriftet. Anscheinend hat Sophia die Kurve ein bisschen verkackt.
Eieiei. Ich habe mich, glaube ich, gerade ein bisschen verbremst. Egal. Letzte Runde. Ich fahre richtig gut. Das muss jetzt so bleiben in der letzten Runde. Ich meine, mein Wagen ist nicht mal wirklich richtig angeschlagen. Da merkt man, dass ich auch sehr wenige Unfälle baue. Also natürlich ist mein Wagen kaputt. Ja klar, aber... Ich meine jetzt nicht so kaputt, wie es schon mal der Fall war. Sophia und Jack können sich ruhig um den zweiten und dritten Platz streiten. Das ist mir egal. Da habe ich gerade ein bisschen auf die Map geguckt. Gerade ein bisschen blöd gewesen. Oh Gott, wir hatten das Auto dahingestellt. Oh, Jack hat gerade ziemlich verkackt. Aber Sally ist gerade richtig an meinem Arsch. Egal. Jack, schon wieder nur Sechster. Easy. Wo ist Sally? Sally ist Letzter. Easy. Easy. Sophia und ich machen das. Es wird sich zwischen Sophia und mir entscheiden. Auch nicht schon wieder Kampf gegen Sophia, ey. Den verliere ich immer. Ich habe den einmal gewonnen, weil sie in der letzten Kurve verkackt hat. Ich erinnere mich. Ich werde wahrscheinlich nichts bekommen, aber ist mir auch egal. Ich bin gut gefahren. Ich bin lieber sicher gefahren, dafür gut. Letztes Rennen. Ich glaube, das kennen wir nicht, die Strecke. Ja, ich meine, Katie, 9 Punkte hinter uns. Man kann nur 10 Punkte machen. Ich brauche nur einen Punkt. Als Achter bekommt man einen. Es wird sich zwischen Sophia und mir entscheiden. Motor Raceway 3. Die Strecke führt über ein paar Brücken, die den kleineren See überqueren und bietet einen freien Blick auf den großen Hügel in der Mitte, der über alle Strecken der Gegend wacht. Cool. 4 Runden. Jetzt bin ich gespannt. Neue Strecke. Ich bin normalerweise immer richtig gut, sobald Strecken neu sind. Ich fahre die gefühlt immer auf Gold. Danach schaffe ich die nie wieder. Ist einfach so. Hoffentlich ist das Glück wieder bei mir. Dieser fette Pickup. Ich muss immer drüber lachen. Oh, alter Katie. Ist ja noch nicht so aggressiv. Frank auch, der hat mich gerade versucht wegzudrücken, hat aber nicht geschafft. Jo. Na, die machen hier aber auch alles kaputt. Eieieiei, hier geht's ja nach rechts. Oh Gott. Sophia ist auf Platz 3. Oh Gott, ich bin irgendwie ziemlich weit hinten. Neuer Rundenrekord, okay. Kann eigentlich gar nicht sein. Also mein eigener Rundenrekord, ja, das ja. Als ob mich das gerade so aufgehalten hat, diese scheiß Laterne. Was? Gott, ich komme an die vorne nicht mehr ran, ey. Oh, kann die Sally die Sophia nicht bitte umhauen? Bitte, Sally. Bitte, Sally, du es für mich. Huch. Oh Gott, ich komme nie wieder da vorne dran. Aber da vorne macht aber auch wirklich keiner einen Fehler. Und ich mache sehr viele. Macht es nicht gerade besser. Genau das meine ich.
Warum macht denn da vorne keiner einen Fehler? Die können doch nicht alle so gut fahren. Sophia ist auf 2 hoch. Diese scheiß Laternen, ne? Ich fahre grottenschlecht. Ich fahre gerade grottenschlecht. Das erinnert überhaupt nicht an die Runde davor. Halt wirklich null. Aber mich wundert's auch, dass die sich da vorne nicht gegenseitig raushauen. Das ist eine Verschwörung gegen mich. Das ist doch eindeutig eine Verschwörung. In der letzten Runde wird da schon keiner mehr einen Fehler machen. Fuck. Ja gut, dann gratuliere ich Sophia für den Sieg. Scheiße. Ja gut, wenn die vorne da vorne sich gegen mich verschwören. Was soll ich denn da machen? Das war's, Leute. Nur 5. Das ist echt scheiße. Das ist richtig scheiße. Alter, Sophia war 7 Sekunden vor mir. 7 Sekunden. Wow. Aber gut. Ich bin trotzdem 2. in der Endtabelle. Sally wird mich ja wohl nicht eingeholt haben. Die war ja nur ein Platz vor mir. Ich war schnellste Runde sogar. Oh, dafür, dass ich so viele Fehler... Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die da vorne sind gefahren wie junge Götter. Und ich soll schnellste Runde sein. Wie? Habe ich mit der Streckenmesserin geschlafen oder was? Wahrscheinlich. Ja gut, ja. Silber, Gott, bin ich mit zufrieden. Jetzt gibt es aber noch den Special. Special gibt es ja noch. Oh, Football. Field Goal. Bin ich aber jetzt mal gespannt. Okay, im nächsten Cup gibt es 5 Strecken. Ich habe nichts gesagt. Eben noch gesagt, 3 Strecken langweilig. Jetzt gibt es 5. Alles klar, meine Bieten wurden erhört. Helfen Sie den Dummy in einen möglichst flachen Winkel. Achso, ich habe ihn auch aufgeschickt. Ich hatte, da steht schon was über Field Goal. Aber du... Tutorial! Blablabla, kennen wir ja alles. Ich muss mir nur angucken, wann der anfängt, wann der loslässt, auch wenn das beim letzten Mal schon verarscht war. Könnte man auch nicht rein theoretisch durchfahren? Ich glaube, man könnte auch durchfahren, aber das wird, glaube ich, nicht machbar sein, gefühlt. Okay, gucken wir uns das mal an. Das war ja schon mal richtig stark. Nicht. Kann ich nicht einfach komplett da durchfahren? Ich kann die ja kaputt machen, habe ich sogar gesehen. Was passiert, wenn ich einfach geradeaus durchfahre? Da habe ich mein Field Goal. Was wird denn dann genommen? Ach, die Zeit. Ah, okay. Die Zeit. Ja, gut. Das stimmt natürlich. Das verbraucht sehr viel Zeit. Nein! Oh, das war richtig scheiße. Ja, wir probieren das nochmal. Das war ja richtig behindert.
Okay. Jetzt weiß ich auch wenigstens, dass die Zeit bewertet wird. Kann ich direkt wieder neu starten. Ich will einmal gut, einen guten Versuch hinlegen. Ich meine, könnte auch, glaube ich, ultra schnell sein, wenn man wirklich durchfährt, ohne irgendwas zu erwischen. Alter, ich kann doch nicht so behindert sein. Was? Ich stand quasi davor und hab daneben geballert. Oh Gott. Oh Gott. Was passiert denn, wenn ich... Das brauche ich schon eigentlich gar nicht mehr versuchen, aber... Also mit einer halben Minute bin ich bestimmt gut dabei. Oh, letzter. Ist ja schade. Oh Mann, ey. Das kann ich auch absolut gar nicht. Das ist absolut nicht mein Spiel. Mein Spielmodus. Wobei... Oh, immerhin Sechster. Ich muss sagen, wenn man außen durchfährt, dann macht man schon gut Zeit. Also wirklich einfach nur hier außen durch. Dann reinziehen. Und dann volle Kanne vorbeiwerfen. Richtig. Egal, ich bin Vorletzter, das reicht mir. Ich habe einen Platz gut gemacht. Das ist absolut nicht meins. Das sollte ich nicht tun. Gut. Wenn man sie aber zu oft rumstößt, rastet sie aus. Ja, wisst ihr Bescheid. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part mit dem 5-Strecken-Cup. In der Straßenklasse. Das wird richtig beschissen. Das wird richtig schwer. Aber gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaltet da wieder ein. Würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin. Tschüss.